Von den Freiheitlichen hagelt es Kritik am Corona-Management der Südtiroler Landesregierung. Bei ihrer Jahresbilanz erneuerten die Blauen die Forderung nach mehr Transparenz. Es werden teilweise immer noch Fehler gemacht, die 2020 schon gemacht worden sind. Damals war man überrascht und vielleicht auch überfordert, aber dass man bestimmte Dinge immer noch nicht auf die Reihe kriegt, das kann es nicht sein. Das ist eine schlechte Performance und vor allem, und das bemängeln wir, die fehlende Transparenz und die fehlende Kommunikation mit der Bevölkerung. Die freiheitlichen Abgeordneten hätten 2021 31 Anträge im Landtag eingereicht. 7 davon erhielten eine Mehrheit. Auch in den Bereichen leistbares Wohnen und im Umweltschutz wurden Anträge der Freiheitlichen angenommen.